Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge haben wir dann endlich herausgefunden, was der Mutter fehlt, beziehungsweise wie wir ihr helfen können. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen direkt mit dem ersten an. Letzte Hoffnung, verabreiche Mathilda weiterhin die Medikamente. Okay, das ist dann unsere Herausforderung. Das wird also meine Mama wieder gesund machen. Die Chancen stehen sehr gut. Ihr müsst Livax den ganzen Tag über verabreichen. Das muss einfach klappen. Das wird es sicher. Nein, 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 wir haben ja gesagt, dass wir uns das Geld aufsparen wollen. Dank dieser Bonbons geht es unseren Patientenbesuchungen auf jeden Fall besser. Sie gewinnen dadurch Herzen. Okay, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Ich sollte es nicht machen, aber ich habe es jetzt gemacht. Gut. Wo steht das Gerät? Da. Du gehst nach da. Können wir uns erstmal um dich kümmern. Direkt wieder so eine Bettengeschichte. Ich könnte schon wieder kotzen zu Beginn. Eieiei. So, Moment. Dahin. Du gehst nach oben. Dahin. Sprechen wir nochmal mit dir. Zack, nochmal. Was will der denn noch alles hier? So, du gehst noch da. Okay. So, zu dir kann man natürlich schnell. Dem geht es nicht gut, habe ich irgendwie so das Gefühl. Deswegen kommt er auch mit so wenig Herzen schon hier an. Ich finde das schrecklich, mit wie wenigen Herzen die ankommen. Hallo, was ist jetzt los? Hä, was war denn das gerade? Ich konnte gerade gar nicht mehr sehen, was ich überhaupt machen musste. Hä? Also den Bug habe ich bisher noch nicht gehabt, muss ich sagen. So, du dahin, du dahin, zack. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie ich das jetzt machen soll mit den Medikamenten. Weil bisher kam hier noch nichts. Wo ist das Ding? Da. Irgendwie ist das seltsam. So, einmal zu ihr. Das nach unten. Das. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Einmal rüber. Dahin. Jetzt brauchen wir schon wieder was anderes. Dahin. Dahin. Ach, dieses Kackbett wieder. So, gehen wir zwischendurch mal kurz hier hin. Ich dachte, die ist fertig. Was denn nun? Dich dünn nach oben. So, anschließen. Schnell zwischendurch machen hier. Du auch noch. So, zack. Ach, das ist ein Mädchen, das sehe ich ja jetzt erst. Für dich müssen wir das Ding noch holen. So, einmal ran. Das. 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 Du gehst noch da oben. Das. Dann geht's nur nach oben. Ja, wir holen dir Taschentücher, keine Sorge. Das waren die Karten. Du nach oben, zack. Du gehst dahin. Kümmern wir uns auch schnell drum. Du gehst nach da unten. Du kriegst ein Glas Wasser. Ja, brauchst du nicht Nein sagen. Du kriegst eins. Ah, komm schon. Sie hat weniger Herzen. Wo ist das Ding? Hier unten. Das tun wir nach da. So, die anderen beiden. Komm schon.
Da. Doch, du gehst jetzt nach oben. Mecker nicht. Ich hab irgendwo, habe ich jetzt gerade. Da, nein! Ich hab drauf gedrückt, ihr Arschlöcher. Oh, ist nicht euer Ernst. Der ist doch gerade erst erschienen. Und ich hab sofort mehr oder weniger drauf gedrückt. Ist jetzt aber nicht nett. Mann. So. So. Einmal nach unten. Ach, geh nach oben, Mann. Nur weil ich das hier nicht richtig angeklickt habe. Hallo. Wieso hat die den oben jetzt noch nicht gemacht? Den habe ich jetzt erstes angeklickt. Du gehst nach oben. Und sollte es zwischendurch auch mal abpassieren hier. So, einmal zack. Ach, immer wenn man irgendjemanden irgendwo hinschicken will, ist das Bild wieder weg. So, du nach da, du nach da. Glas Wasser kommt sofort. Taschentücher. So, einmal, zweimal. Dich setzen wir nach da oben hin. So. Packung Taschentücher. Goldene Herzen, ist doch wunderbar. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, alleine dafür lohnt sich das wirklich schon. So, Taschentücher. Zack. Du gehst nach da. Du nach da. So. Einmal, zweimal. Alle wollen sie wieder Hilfe bei den Karten haben hier. Die auch. Ja, mittlerweile habe ich die Symbole raus. Hat ja lange genug gedauert. So, zack. Einmal dahin. Dumm. Da ist er. Ha. Aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. War das jetzt nicht gerade in dieser Runde? Doch, das war doch gerade in dieser Runde, wo der abgehauen ist. Hä? Wieso konnte ich den jetzt nochmal machen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber okay. So, das nach oben. Zack, einmal so. Schnell abkassieren. Dann nach hier unten. Mit dem Reden. Einmal das. So, gehen wir mal von oben nach unten. So, ist das Gerät hier? Du gehst nach da. Du gehst nach da. Glas Wasser. Zack. Du nach da. Glas Wasser. Du nach oben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Da oben hin. Du kannst Kaffee haben, wenn du möchtest. Abkassieren. Du nach da. Dich legen wir da schnell dran. Du. Na, Mann, wieso immer dann, wenn ich da drauf drücke? Leute. Du nach da unten. Nein, nicht du. Du nach da unten, wo ich drauf geklickt habe. Mann. Oh, ich hasse es, dass das nicht wenigstens gespeichert wird. So, das nach unten. Doch, du wirst das jetzt nach. Hallo! Mach dieses Scheißding nach da unten. Ey, sag mal. Wie oft soll ich jetzt noch auf dieses Teil draufklicken? Nach da unten. Okay, beim 10. Versuch funktioniert es dann doch endlich mal. So, dahin. Kaffee. Zack. 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 Eben schnell abkassieren. Der nach da. Du nach da. Du nach da. So, Taschentücher. Einmal da. Einmal da. Du nach da. Du nach da. Ach, jetzt hat die immer noch nicht geklickt. Ein Glas Wasser. Du nach da. Wasser. Du setzt dich hin. Zack. Nach da. So. Komm, jetzt behandel den auch. Ich klicke das ja nicht umsonst an. Dahin. Wasser, komm. Dahin.
Komm. Dahin. Dahin. Dann die Dinger hier wieder dranhängen. Eieiei. Okay, gehen wir erstmal zu ihm. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal voll. Das ist gut. Aber ich habe keine Ahnung. Gab es jetzt keine Herausforderung oder was? Ich verstehe es nicht. Ich konnte gar nichts machen. Was sollte ich denn machen? Also, ich weiß, was ich machen soll, aber ich konnte ihr überhaupt nichts geben. Wie soll ich das denn geben? Ich habe hier nichts gehabt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Jetzt beginnt das Wartespiel. Möchtet ihr etwas zu trinken? Mhm. Ja. Oh nein! Was ist hier los? Nichts Gutes. Ihre Hormonlevel steigen rasant an und ihre Leber versagt. Irgendwie hat das Medikament alles nur noch schlimmer gemacht. Aber das ist unmöglich. Was tun wir jetzt? Wir finden entweder die Ursache oder... Sagen wir einfach, wir müssen die Ursache finden. Ich habe da irgendwie eine ganz, ganz miese Befürchtung, dass ein gewisser Herr jemand das gegen billige Medikamente ausgetauscht hat oder sowas. Ja, Hausmeisterwitze. Der Hausmeister blödelt mit den Stühlen herum. Behalte sie im Auge. Oh Gott, was? Wie der blödelt mit den... Was jetzt? Hä? Oh. Noch sind die aber gleich, oder? Oh. Ich bin gerade etwas überfordert. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach so, aber ich muss den trotzdem auf den richtigen Stuhl setzen, oder? Also das sind schon... Ja, ja, das sind dann doch die richtigen. Die stehen halt nur woanders. Okay. Okay. Warum hat der immer nur ein Herz, wenn er hier reinkommt? Das kotzt mich an. Ach, jetzt wollte ich mich um den einen kümmern. So, einmal. Jetzt mach... Ach so, dann sitzen die auch direkt woanders, okay. Das Problem ist, ach du Scheiße, das Problem ist, man hat sich ja auch irgendwo so eingestellt, dass man die Herzen dann in der Reihenfolge macht. Ja, wie sie halt, ach Gott, damit die halt nicht so schnell kaputt gehen. Was man aber nicht machen kann. Ach, jetzt geh da hin, Mann. Hallo, geh da hin. Der hat nämlich nur ein Herz zum Beispiel, was ja schon bescheuert genug ist irgendwo. Warum kommt der mit einem Herz hier rein? Habe ich die Taschentücher? Ja. Ach, ich muss schon wieder neue holen. Was heulen die denn die ganze Zeit hier rum, Mann? Oh, was ist denn jetzt? Jetzt hat er das nicht mal angenommen, als ich da drauf geklickt habe, oder was? Nur weil der das jetzt geändert hat, das ist aber fies. Das ist richtig, richtig fies. Das heißt, wenn die nicht rechtzeitig da ankommt, ist das quasi alles kaputt. Wir haben es auf dem blauen. Zack. So. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier als erstes machen muss. Jetzt mach schon. Schmeißt mal einer den Hausmeister raus, bitte. Das ist ja abartig hier. So, wenn ich das jetzt anklicke, wird er wahrscheinlich wieder... Na, ich wusste es. Hat er das noch angenommen? Hat er noch angenommen. Okay, ich verstehe aber irgendwie nicht, warum die... Aber ich glaube, die verlieren nur keine Herzen, wenn die am Tresen stehen oder so, ne? Das hätte ich übrigens sehr gut gebrauchen können, als ich das mit den goldenen Herzen da hatte, dass ich drei auf einmal machen musste. Setz dich, bevor der dämliche Hausmeister kommt. Und das hat er noch angenommen, okay. Komm, Karten, Karten.
Geh da hin, geh da hin, geh da hin. Der auf den Lilan. Ah, das macht mich wahnsinnig hier gerade, ganz ehrlich. Und wenn die dann dahin am Laufen ist, wird die wahrscheinlich auch noch unterbrochen. Wenn er das gerade in dem Moment dreht. Gehe ich mal stark von aus. Oh, ah. So, der hat zu viel verloren. Oh, komm, warum immer dann... Hat er das jetzt noch? Ja. Ja, du kommst dahin. Jetzt laufen wir doch nicht alle im Weg herum hier. So, du dahin, zack. Dahin, da, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Eieiei. Das ist echt ein Chaos hier. Okay, ich muss den einen jetzt im Auge behalten, weil der kommt ja immer hier rein, hat null Herzen quasi. Oh, hat der das jetzt noch angenommen? Ja. Ja, ich weiß. Das war jetzt ausnahmsweise mal von mir. Hallo, ich habe da drauf geklickt. Du musst es auch annehmen. Taschentücher, zack. Zack, dich setzen wir dahin. Eieieiei, das ist ja ein Desaster hier. Ich meine, das ist immer ein Desaster mit solchen Aufgaben, aber... Oh, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Oh, ich wusste es. Dann steht die woanders. Ich glaube, die verlieren aber auch irgendwie Herzen, wenn der die umsetzt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe zu schnell geklickt, ich weiß. Nochmal eben behandeln. Oh, komm. Dahin, du dahin. Oh, ich wusste, der braucht dann irgendwas zusätzlich. Mal die schnell dahin. Oh, das wird nicht nur eng. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit den dreien. Also drei Edelsteine-Dings. So. Kristalle, so. So, schnelle Behandlung und schnelles Abkassieren, bitte. Ja, doch! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Und ich bin total geschafft, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das können wir nicht machen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht zum Spielen. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Jetzt zählt es. Bereite Mathilda auf die Operation vor. Sophia, wie lange haben wir noch, um das Problem zu finden? Ich schätze mal maximal 24 Stunden. 24 Stunden? Ganz viele Ärzte versuchen doch schon fast seit einem ganzen Jahr herauszufinden, was genau mit ihr nicht stimmt. Es wird nie. Ihr werdet nie rechtzeitig. Ryan? Oh, oh. Ryan? Hä? Aber wenn Ryan auch unter diesen Episoden leidet, dann könnten sie nicht psychologischer Natur sein. Sie sind vererbt. Und diese Episoden haben ihren Ursprung im Gehirn und nicht im Kreislauf. Was ist passiert? Du hattest genauso eine Episode, wie deine Mutter sie immer hat. Und das wird uns vielleicht dabei helfen, herauszufinden, was mit dir los ist. Also die Symptome sind durch Stress ausgelöste Episoden, gestiegene Hormonlevel, Nierenversagen, Leberversagen und es ist erblich. Es kann keine Paragenesis sein, denn das verursacht keinen Anstieg des Hormonlevels. Allison, gib mir eine Sekunde, ich muss kurz nachdenken. Allison, es ist die
Herkensche Störung. Es. Es ist die Herkensche Störung im fortgeschrittenen Stadion. Und was ist das? Kann mir jemand sagen, was die fortgeschrittene Herkensche Störung ist? Muss ich das Wort noch sagen? Mit der Herkenschen Störung wird eine Mutation des Gehirns bezeichnet, bei der das Gehirn extra dicke Bahnen bildet. Dies geschieht meistens im Zusammenhang mit einem emotionalen Trauma. Diese Bahnen können die Funktionsweise anderer Bereiche im Gehirn behindern. Die Folgen können Hormonschwankungen, motorische Ausfälle und sogar mentale Störungen sein. Wenn einmal das fortgeschrittene Endstadium erreicht ist, dann wird das Trauma irrelevant. Die Überlebenschancen sinken beinahe auf null. Die Behandlung sieht vor, dass ein erstklassiger Chirurg einen Eingriff am Gehirn vornimmt und die Patienten dabei wach bleibt. Nun, so einen haben wir ja hier im Haus. Das würdest du für uns tun? Ja, aber wir haben ein größeres Problem. Gestern wurde unsere Neuroendoskop an das Queensborough verkauft. Und wir müssen mit dem Eingriff sofort beginnen, wenn wir unsere geringe Aussicht auf Erfolg wahren wollen. Ich habe dank Joey immer noch einen guten Kontakt zu unserem Hubschrauberpiloten. Also, wenn Sophia deine Mutter für die Operation vorbereitet und du zum Queensborough fliegst, dann werde ich in der Zwischenzeit im OP alles in die Wege leiten. Genug geredet. Fangen wir an. Ryan, kannst du heute zu Connor gehen und ihn über alles informieren? Mhm. Keine Sorge, Mrs. Hart. Ihre Tochter wird sie retten. Ah, das wollen wir zumindest hoffen. Okay, wieso gibt's hier eigentlich nur drei von? Ach, die müssen die sich wegnehmen, oder wie? Das habe ich gar nicht beobachtet. Okay. Ach so, ich spiele jetzt mit ihr. Oje, oje. Okay, aber wenigstens werden diese Stühle nicht wieder vertauscht. Das ist schon mal gut. Okay, also, ich muss das zwischendurch immer machen. So. Immer so ein bisschen. So. Das Gerät nach da unten. Oh, ich habe vergessen. Entschuldigung. Das wollte ich nicht vergessen. Okay, das Teil. Ah, komm schon. Ich muss so ein bisschen die Herzen auch im Auge behalten. Wer die niedrigsten Herzenanzahl hat. So, schnell dahin. Zack. Dahin. Du darfst gerne Kaffee nehmen, kein Thema. Ich hoffe nur, die müssen dann nicht immer zur Toilette rennen, weil sie zu viel Kaffee getrunken haben. Du gehst wieder nach da unten hin, zack. Einmal da, einmal da. Einmal da, zack. Oliver, Oliver, Oliver! Ich hab draufgeklickt, der hat auch gelächelt. Ich hab's genau gesehen. So, Taschentücher, schnell. Ach so, scheiße, das wäre jetzt meine... Ah, oh, Mist. Meine Chance gewesen. So, du kannst schon mal nach da. Bei dir müssen wir ein bisschen aufpassen. Du hast wenig Herzen. Du allerdings auch. Wo steht das Ding? Wo steht das Ding hier? So. Dann nach da. Dann nochmal nach da. Nochmal nach da. Nach da. Das holen. Nochmal zu dem rüber. So, dich setzen wir dahin, zack. Dich setzen wir auf den Stuhl. Bei dir müssen wir allerdings aufpassen. So, oh ja, das waren die Karten, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wasser.
auf den Stuhl. Schnell abkassieren. Du einmal, dann unten die Karten nochmal. Und ich wusste, ich werde es dann wieder nicht schaffen, da drauf zu klicken vorher. So, das holen wir eben. Das noch hier. Zack. Oh je, Moment. So, einmal, zweimal, dreimal. So, dich setzen wir erstmal dahin. Das, das. Dich müssen wir aber schnell behandeln, damit du ein bisschen... Ja, warum gehen in dem Moment immer die Herzen weg, wenn ich gerade da ankomme? Leute, ernsthaft jetzt. Komm, du stehst direkt daneben. So, schnell dahin. Schnell das Kissen. Die arme Kleine können wir doch nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen. Du gehst nach da oben. Zack. Wasser. Herz, Herz, Herz. So. Boah, ich habe hier geradezu gar nichts mehr Zeit irgendwie. Wo ist das Ding? Hier, dahin. Du dahin. Zack. 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 Och, jetzt geht da auch noch einer mit einem Herzen. Ja, ist gut. Du nach oben. Taschentücher. Komm, komm, komm. Och, jetzt mach man. Komm, geh zu der mit den Taschentüchern. Wie oft denn noch? So, du dahin. Ich muss mal schnell abkassieren. Die Stimme dahin. Abkassieren. Dahin, dann das. Dahin. Doch, du sollst dahin. Oh, komm. So, komm, der ist neu. Den müssen wir auch schnell... Oh, das war jetzt nicht so günstig, Leute. Die kann noch da. Oh, noch enger konnte der seine Karten hier nicht machen. Okay. So. Einmal. Du gehst noch da. Ja, du kannst Kaffee nehmen. Ist okay. So. Oh, scheiße, die habe ich nicht gesehen, dass die so wenig, beziehungsweise dass der so wenig hat. Den habe ich auch nicht gesehen. Ah! Ich komme hier gerade zu gar nichts mehr. Achso, nein, 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 nein. Der braucht noch Wasser. Und jetzt schnell. So. Und den... Oh Gott. Hoffentlich hat die das gespeichert, dass sie jetzt nächstes dahin gehen soll. Ja, hat sie. Gut. Jetzt muss ich aber mal eben nochmal auffüllen. So. Einmal, zweimal. Da, da. Oh, der hat zu wenig. Komm, 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 komm. Ey, das wird hier richtig stressig. Zeitlich bedingt. Das Problem ist nur, dass ich zwischendurch auch immer mal wieder darauf achten muss, dass ich was anderes mache. So, das. Das. Ach, dann hol das doch, Mann. So. Dahin, du dahin. Der hat auch wenig. Der kommt schon. So. Der braucht das Gerät. Wo ist das Gerät? Das ist rechts, glaube ich, oder? Genau. Ich mal eben schnell hier hin. Oh, jetzt muss ich auch noch was machen. Schnell zu dem anderen. Los. Sehe ich meine Maus nicht mehr. Mann. Oh, jetzt kommt wieder einer, der so wenig Herzen hat. Wollt ihr mich verarschen? Komm, 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 komm. Dahin. Das Ding dahin.
Das dahin, so. Oh, komm schon, Wasser, 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 Wasser. Aber gerade so. Tut mir leid, Leute, aber ich muss zwischendurch mal eben. Okay. Das ist nicht ganz so geplant, wie es eigentlich geplant war, aber... So, den setzen wir da dahin. Behandlungskette. So, der wird auch noch was wollen. Hallo. Ach, komm, nicht jetzt. Der hat nur noch wenig Herzen. Beziehungsweise hatte die ganze Zeit wenig Herzen. Komm mal hin. Ziehen. Das. Dahin. Das. Dahin. Er darf sich Kaffee nehmen. So. Ach, sehr schön. Habe ich das wenigstens schon mal erledigt. Ah! Ach so, da muss ich noch hin. Hilfe. Oh, nein, das reicht nicht mehr, oder? Nein. So knapp dran vorbei. Aber wir haben den Oliver und ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Oh mein Gott. Neue Episode wurde freigeschaltet. Psychiatrie. Du kannst gemeinsam mit Sam Patienten behandeln. Vergiss nicht. Ja, ja, das ist alles klar. Ist sie soweit? Ja, das ist sie. Ich hoffe nur, dass Allison rechtzeitig zurück sein wird. Oje, oje. Ach du Scheiße. Die veralterten Geräte, verstehe. Und jetzt verstehe ich auch den Eingang. Oh nein! Krankenhaus in Flammen. Ah! Huh?